Hallo Jungfrau, herzlich willkommen. Zweiter Teil, Juli 2024. Jungfrau, was geht ab? Guck mal, die Karte des Magiers und die Karte der Sonne. Wenn das nicht schon ein geiler Start ist, okay? Wir haben ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die ich energetisch bekomme. Ja, vorsichtig mit Papieren, Dokumente, Unterschriften. Vorsichtig mit Kaufen, Verkaufen, mit neuen Projekten, die ein bisschen schwammig sind, ja. Es kommen aber auch, energetisch kriege ich das rein, ja. Es kommen auch ein paar Hindernisse auf dich zu, die mit der Familie zu tun haben, die mit der Partnerschaft zu tun haben. Ein paar Herausforderungen, wo es auch um Vertrauen geht. Merkt ihr das? Aber hier geht es schon mal in den nächsten 14 Tagen um mega geile Erfolge. Stierjungfrau Steinbock, hier bist du schon repräsentiert, ja. Deine Kreativität, deine Ziele, deine Projekte. Du kommst in eine wunderschöne Erleuchtung, du kommst in eine wunderschöne, neu gewonnene Kraft, wenn du das möchtest. Die Karte des Magiers sagt uns schon, du entscheidest und du entfaltest diese Situation, so wie du es möchtest. Du hast die Kreativität, du hast die Möglichkeit, alles so zu wandeln, wie du es möchtest. Du bist sehr einfallsreich und die nächsten 14 Tagen können sowas von Erfolg gekrönt sein, wie es schöner gar nicht sein könnte. Worum geht es in den nächsten 14 Tagen? Um dein Inneres, deine persönlichen Energien, vielleicht auch deine Spiritualität, warum nicht, ja? Deine Außenspiegelung, wie siehst du die Leute, okay, wie wirken die Menschen auf dich? Aber auch, wie wirkst du auf die Menschen? Finanziell machen wir uns keine Gedanken. Die Umsetzung deiner Projekte, die Umsetzung deiner Träume, die Umsetzung des Glückes, ja, auch Glück anzuziehen, auch konkret Menschen anzusprechen oder Situationen zu lösen. Gerade was mit Papiere, Dokumente, Unterschriften, Anträgen, Gehaltserhöhung zu tun hat. Jungfrau, die nächsten 14 Tage liegt der Fokus wirklich an dir oder in dir, in deiner eigenen, ja, Wahrnehmung sozusagen, okay? Wir haben Jungfrauen, die sehr kreativ sind. Ich bin auch Jungfrau. Und im Aszendenten bin ich Fisch, ja. Ich habe auch noch andere Energien in mir. Aber ich spüre auch, dass wir Jungfrauen trotz aller Abgeschlagenheiten, trotz aller Außenenergien uns immer wieder aufraffen aus der Liebe, aus der Vernunft heraus, aus der Ehrlichkeit heraus, aus dem mitmenschlichen Gefühlsbereich heraus, teilen wir uns aber auch für uns selber. Jungfrau, jetzt kommt eine Zeit in den nächsten 14 Tagen, wo deine eigene Energie gefragt wird für dich selber. Ja, und der Fokus vielleicht darauf gerichtet werden kann, in der Ruhe zu bleiben. Es kommen ausgeglichene, ruhige, wunderschöne Tage auf dich zu. Jungfrau, es steht und fällt verdammt nochmal mit deinem Temperament. Wie viel hast du gelernt? Wie viel bist du bereit, in die Ruhe zu gehen? Ja, ich als Alena bin von meinem Körper gezwungen worden, einige Wochen, einige Monate in der Ruhe zu bleiben. Weniger zu arbeiten, ja, ich konnte nichts im Haushalt machen, ich habe mich total abgeschlagen gefühlt, ja, ich habe also wirklich nichts essen können. Also es war eine ganz, ganz schwere Zeit für mich, um auch zu akzeptieren, dass mein Körper, mein Geist und meine Seele ein bisschen Ruhe brauchten vor ganz vielen Anstrengungen, vor ganz vielen Überforderungen, ja. Und was habe ich gemacht in der Zeit? Habe mich ausgeruht. Okay, aber was passierte, wo Alena wieder auf die Füße kam? Hat Alena wieder von 0 auf 1000 geschossen? Nein. Alena hat von 0 auf 10, von 0 auf 20, von 0 auf 50, von 0 auf 60, von 0 auf 70. Ja? Und dann immer so weiter. Das heißt, es ist wichtig, euren Körper, euren Geist, eure Seele zu schätzen. Es ist wichtig, wenn ihr eine Lösung haben möchtet, ein Resultat, ein gutes Umfeld, ja? Wenn ihr euch wirklich auch mit den Menschen umgeben möchtet oder mit den Energien oder mit dem Geld oder mit dem Ziel, was auch immer ihr euch umgeben möchtet, braucht ihr einen Plan. Aber ein Plan, der nicht 1000 Millionen Mal durchgekaut ist, sondern ein Plan, der aus der Ruhe heraus entsteht, Kommunikationen, Gespräche, damit klare Entscheidungen getroffen werden können. Auch die Spiritualität möchte mehr fließen. Finanzgeschichten werden super erfolgreich laufen. Ja, Gefühlsebene kommt in die Ruhe, kommt in die Klarheit. Also Jungfrau, du bist echt alleine schon mit diesen drei Karten wirklich gesegnet und geküsst. Und ich könnte die Legung hier beenden, weil deine Wünsche, deine Träume, deine Ziele, deine Vorhaben, ja, deine Begierden werden und können erfüllt werden. Es steht und fällt mit, was soll passieren, was muss passieren, was darf passieren. Es darf passieren, dass du dir die Ruhe gönnst, dass du nicht mehr diese impulsive Jungfrau bist, dass du nicht immer negativ denkst, okay. Es darf passieren, dass du dich verzaubern lässt
von dem Moment, von der Person, von den Überraschungen. Ja, ich habe heute zum Beispiel, bin ich früh aufgestanden, mein Mann hat mich geweckt, ja, wir sind ganz früh aufgestanden und er sagte so, weil ich gestern sagte, ich habe Hunger auf ein Schokocroissant, und sagt er so, hast du Bock, ich fahre dich in die Bäckerei. Okay, in die Bäckerei, in der ich meine Lieblingscroissants kaufe, ist 30 Kilometer von hier entfernt. Also um 7 Uhr morgens, wir uns angezogen, ja, Joggenanzug an und ab in die Bäckerei. Was glaubt ihr, was ich alleine gekauft habe? Ich habe 4 Schokobrötchen gekauft, ja, und 12 Croissants. 12 Croissants, 4 Schokobrötchen, okay, und 2 Teilchen für meinen Mann. Die anderen 12 Schokobrötchen, 12 Croissants und 4 Schokobrötchen sind für mich. Ja, sind für mich. Also ob ich die heute esse oder ob ich jetzt die im Viererpack einfriere und heute nur 4 esse oder 2 esse, das ist egal. Der Sinn ist einfach, dass ich habe mich so auf diese Schokobrötchen gefreut. Und wo ich gesehen habe, die Bäckertante, ja, hat die aus dem Ofen frisch rausgeholt, da war für mich vorbei. Da hat Alena sich total verloren und gesagt, bitte alle einpacken, die gehören mir. Die Nächsten, die kommen, die dürfen sich anstellen und warten, bis die nächste Fuhre kommt. Versteht ihr, was ich meine? Gönnt euch was. Es ist egal, was ihr euch gönnt, aber gönnt euch im Monat Juli bzw. die nächsten 14 Tage. Warum? Weil es geht um Geld, was du ausgeben sollst, was auch wieder zurückkommt. Es geht um Magie, es geht um Kreativität, es geht um Einfallsreichtum, es geht um Ziele, es geht um Projekte, es geht um Loslassen, es geht um Gespräche, es geht um Strukturen einzureißen. Es geht darum, in den nächsten 14 Tagen, ja, auch familiär, die Sorgen loszulassen. Wenn dein Kind nicht mit dir reden will 2 Wochen, dann lass es. Renn deinem Kind nicht hinterher. Du hast als Mutter und als Vater dein Soll getan. Ja, dann soll dein Kind halt aufwachen. Dann soll dein Kind halt merken, was du für als Mutter leistest oder auch nicht leistest oder als Vater. Ja, wenn dein Arbeitskollege anfängt rumzustänkern, lass ihn rumstänkern. Ja, wenn du merkst, dass die Ampel rot ist, okay, und du kommst einfach nicht pünktlich zur Arbeit. Ja, reg dich nicht auf, du wirst nichts ändern können. Ändere deine emotionalen Strukturen vielleicht in den nächsten 14 Tagen, damit hier diese Power-Energie wirklich fließen kann. Auch in der Liebe, auch in der Gefühlsebene. Wir haben zweifelnde Jungfrauen in den nächsten 14 Tagen. Manchmal wirst du nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Manchmal wirst du dich abgeschlagen fühlen können, weiterhin. Manchmal wirst du auch merken, ja, du hast hier einen Knoten, ich muss ab zum Arzt. Manchmal wirst du merken können, dass eine Entscheidung, die du getroffen hast, dir Angst gemacht hat. Ja, dass du unsicher wirst. Alles das ist wichtig. Die Schattenseiten, die kommen können, die aufgelebt werden können, die Konfusionen, ja. Auch in der Liebe, die Romantik, die Zärtlichkeit, die Dreieckskisten, die Krisen mit der Partnerschaft oder auch nicht. Alles das ist wichtig. Warum? Weil wir brauchen die Nacht, damit der Tag leben kann. Ja, wir brauchen die Zweifel, damit die Strukturen eingerissen werden kann und wir Entscheidungen treffen können. Ja, wir brauchen die Ruhe, damit wir hier wieder neu inspiriert werden und die richtige Energie kriegen. Jungfrau, deine Legung ist mega geil. Die nächsten 14 Tage heißt es wirklich, ja, neu beginne im emotionalen, im fruchtbaren Bereich, im spirituellen Bereich, Klarheiten in der Liebe, trotz ein paar Herausforderungen, aber du bist gesegnet, du bist erleuchtet, du bist in einer Klarheit. Du wirst, egal wie verwirrend eine Situation für dich sein könnte, immer wieder in die richtige Frequenz kommen. Jungfrau, genieße es. Es wird eine wunderschöne 14-tägige Reise für dich werden. Auch mit Herausforderungen, auch mit Diskussionen. Aber es wird dir gut tun, diese Lektion anzugehen und auch anderen Menschen davon zu zeigen oder zu teilen. Ja, oder dass andere Menschen profitieren können von deiner Energie. Lass es auf dich zukommen, Jungfrau, okay? Wenn du meinst, du willst weiter so machen wie bisher, ist auch kein Problem. Aber ich rate dir, hast du einen Notfall, hast du ein Problem, hast du ein Anliegen, was wichtig ist, schreib mich an, 30 Minuten Express Notverlegung. Am gleichen Tag noch oder am nächsten Tag. Ansonsten habe ich erst wieder ab dem 17. Juli Termine frei. Schreibt mich wirklich an, weil meine Termine sind echt total begehrt. Aber Notfälle, die wirklich Notfall sind, aufgrund meiner Zeiteinteilung, schiebe ich dich am nächsten Tag oder am selben Tag noch dazwischen. Okay? Jungfrau, alles Liebe, genieße es und ab nach vorne. Es wird eine wunderschöne Reise. Perfektes Timing für unsere Jungfrau. Von daher, alles Liebe, bye.